Hallo, hier ist Christoph für getgoods.de und das ist eine Demonstration mit einem Tablet, das den neuen Exynos 5 Octa-Prozessor integriert hat, den sparsamen bzw. auch gleichzeitig performanten ARM-Prozessor mit 8 Prozessorkernen. Wir haben zum einen 4 Kerne mit einem Cortex A15, die besonders leistungsstark sind, und 4 Kerne mit einem Cortex A7. Das heißt, diese sind dann sehr sparsam, und wir sehen hier in der Demonstration, was mehr Strom verbraucht. Und zwar die Energielevel sehen wir hier auf der rechten Seite. Jetzt werden zum Beispiel nur 4 Cortex A7-Kerne gebraucht, zum Beispiel für Videowiedergabe. Und hier brauchen wir auch sehr wenig Energie. Und dann wird auch je nach Bedarf zum Beispiel ein Cortex A15-Kern hinzugeschaltet, wo einfach das Level des Energieverbrauchs nach oben steigt, wie wir sehen können. Und natürlich kann es dann auch vorkommen, wenn man Spiele spielt, dass wirklich alle 4 Kerne von Cortex A15 laufen, und da ist natürlich voller Energiegebrauch, und dadurch wird natürlich auch die Akkulaufzeit verkürzt. Aber wenn man bedenkt, man macht nur einfache Anwendungen, dann sollten diese 4 Kerne, also diese 4 Cortex A7 Kerne laufen und dadurch wirklich lange Akkulaufzeiten bedienen, denn man spielt ja nicht immer nur mit dem Tablet, sondern macht auch einfach mal Videowiedergaben, Musik hören oder im Hintergrund irgendwelche Anwendungen, die nicht so viel Strom brauchen. Und da ist dieses Big Little Prinzip schon sehr gut, dass hier Samsung zum Beispiel in diesen Exynos Prozessor integriert hat. Das gibt es natürlich auch von anderen Prozessoren oder Herstellern, aber hier erstmal mit diesem Exynos 5 Octa-Prozessor, der auf der CES vorgestellt wird. Wir hoffen, den auch bald in kommenden Produkten zu sehen. Ein sehr interessantes Konzept, das wirklich auch sehr hohe Performance bieten sollte und gleichzeitig auch stromsparend sein sollte. Ich bin Christoph für getgoods.de und das war unser Hands-on mit dem Tablet mit dem integrierten Exynos 5 Octa. Ich kauf lieber online. Getgoods.de, einer für alles.